Konnichiwa, Bitches! Was geht ab? Der arme Typ, der ist voll da runtergefallen, Mann, hat sich beide Beine gebrochen. Ja, wir haben beschlossen, er heißt nicht Chantal, also... Ja, richtig, richtig. Wir lassen nicht Chantal jetzt mal hier liegen. Nicht Chantal, Zuschauer. Lassen wir das mal hier liegen. Ja, wir lassen die da als Deko. Oh, shit, ich bin tot. Ich bleib gerade daneben liegen. What? Wie bin ich gerade von der Teppichkante gefallen und hab mir beide Beine gebrochen. Was zur Hölle? Ah, das fängt schon super an. Wie konnte das hier passieren? Kann ich wegtragen? Nee, ne? Okay, lass mal nicht drüber reden und Rehteile wegschaffen. Was war das denn? Ich bin jetzt mittlerweile Beta-Gott der Dritte. Ja. Erstmal hier die Rippchen hochpacken. Ich weiß, ich glaube, ich hol mal eine Kiste für die Rehteile. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Ich weiß auch nicht, lass es uns rausfinden. Oh Gott. Why? Guck mal. Was? Kleines Dynamit. Oh. Und. Okay, was soll der, kam da vorne raus? Was passiert eigentlich? Da ist der Eimer umgefallen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh, da. Oh shit. Schon wieder gestorben, Alter. Warum nimmst du das denn mit? Alles gut. Eigentlich habe ich gedacht, ich kann es noch wegwerfen, aber falsch gedacht. Es decken sich auch die immer mit den Pollenböllern. Also nicht nachmachen, das ist gefährlich. Oh shit, das ist an! You fucker! Da kommt Dynamit raus! Das ist der Hammer! Was zur Hölle? Geh mal ein Eimer, Junge! Oh. Ah, okay. Oh, man. Das ist nur Wein. Alles gut. Und ich wollte dich schon auslachen, weil du Gulasch kriegst, weißt du? Und dann jagst du uns fast in die Luft. Das konnte ich ja nicht wissen. Das ist auch ultra random. Wir spielen jetzt irgendwie seit einer Dreiviertelstunde und es ist zum ersten Mal passiert, dass er Dynamit rausgab. Ja, immerhin ist es noch passiert. Warum habe ich eigentlich einen Eimer gebraucht? Ich wollte eigentlich eine Kiste haben. Dann irgendwie Dynamit. Ja, funktioniert super. Was? Doch, hast du einen dabei, oder wie? Oh, shit. Okay. Ich finde, der Eimer ist jetzt leer. Könnte sein. Ich bin jetzt da. Ich habe auf dem Weg zwei Teile gefunden. Wow, fuck. Oh. Okay. Wie komme ich hier wieder durch? So. Weg. Alles weg. Zwar, upsie. Ja, ganz kurz. Dauerei weg, Mann, die du da gemacht hast. Oh, komm schon. Das hat nichts sagen, Mann. Sofort passiert's. Sofort passiert's dir halt auch. Ja. Oh, geil. Ah. Oh, fuck. Oha. Alles gut. Schenkel. Nom. Ja, da ist drin. Nicht so wirklich. Wieder also irgendwie reden. Sieh du mir, ob er drin ist. ja. lass uns diese Unterhaltung nicht jetzt führen. Okay. Nicht hier. Vor all den Rehteilen. Ach. Oh. Dude. Oh shit. Oh Gott, was für Timing war das denn? Fuck, du bist auf der kompletten Wand und im Boden. Ja, ich seh's. Holy shit. Ich dachte mal, machst du es mal da rein? Könnte klappen. Alter. Ich hab nicht erwartet, dass du direkt hinter mir stehst. Mich hat's komplett zerlegt, Junge. Guck dir das an. So Guck dir das ja an, das war mal ich. Oh ja, kein Scheiß. Warum hab ich ja den Eier aber gerade weggeworfen? Ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich muss in Therapie jetzt einfach. Das hast du nicht kommen sehen, oder? Oh fuck, da bist du. Holy shit! Deine Hand haut mit der Waffe ab. Hey, das kann man halt nicht erfinden, Mann. Was zur Hölle geht hier eigentlich gerade ab?
Alter, ich werde morgen so einen Muskelkater haben. Oh Gott. Ich werde morgen, wenn meine Gesichtsmuskeln so runterhängen, sehe ich aus wie so eine Bulldogge, Alter. So eine Bulldogge, Alter. Alter. Alter, Pitbull Terrier. Ja, mein... Ich habe mir das Auge geschwitzt. Das ist auch noch nicht passiert. Doch, doch. Damals beim Sport. Aber seit der Schule bewege ich mich im Allgemeinen einfach nicht mehr. Oh. Macht die Sache einfacher, da fällt man die ganze Schwitze. Pro-Tipp. Ey, was ist das denn? Das ist auch dein Arm, glaube ich. Bevor er jetzt irgendwie einen Revolver schnappt und den zweiten erschießt. Weiß er nie, zu was seine Gliedmaßen so fähig sind. Haha. Haha. Also einigen wir uns drauf, dass es keine gute Idee ist, hier eine Kiste runterzuholen. Ja, Leute explodieren und landen auf der Wand. Merkel runterholen, keine gute Idee. Nein, nein, nur da unten. Hier oben ist okay. Da oben einen runterholen. Ich könnte jetzt ins Detail gehen. Ja, dann mach doch mal. Ich meine, aber ich glaube, du weißt. Ganz ehrlich, ab dem Punkt gar nichts mehr. Ja, eben. Meine Würde liegt in diesem Ofen. War ich deine Würde, ja. Jetzt wird's kryptisch so langsam. Ich kann dem Handlungsstrang selber nicht mehr ganz vorstellen. Ja? Ja? Vorsichtig fragen. Ja? Gibt es jetzt der Story oder? Alter, die Decke. Oh ja, du bist auch ein bisschen an der Decke, glaube ich. Yeah. Arsch. Simba, alles, was das Blutblut hört, ist dein Reich. Müsste ich dir mit deiner eigenen Grütze ein Zeichen an die Stirn machen und nicht irgendwie hochhalten über dem Ofen? Alter, mein. Oh, fuck, mein Gehirn tut weh, so langsam. Ja. Oh, by the way, Vorsicht, TNT und so. Kaboom! Explodiert eine Zuckerstange auch, lass mal schauen. Hab ich das Feuer ausgemacht aus Versehen? Ah, nein, doch nicht. Oh Gott. Wo war ich eigentlich? Ich weiß schon gar nicht, was ich gemacht habe. Ich war, glaube ich. Nee, eigentlich haben wir jetzt soweit alles sauber. War eigentlich fast alles sauber, ja. Das ist ja blöd. Das ist blöd. Ja, wir müssen ja noch irgendwie 12 Minuten rumfliegen, so. Nein, das ist ja kein Problem. What? Warte mal, ist das Rudolfs Nase? Kein Scheiß! Oh mein Gott! Das Beste zum Schluss, würde ich sagen, oder? Ist das geil! Das Beste zum Schluss! Kennst du das, wenn du so hart gelacht hast, dass deine Arme anfangen zu kribbeln? Ja. Das ist voll unangenehm. Ich kann so nicht spielen. Alter. Oh, da ist kein Blut mehr drin. Doch. Ja, wir kriegen da aber auch ganz schnell wieder Blut rein, das ist kein Problem. Ja. Da. Oh fuck, warum lasse ich es eigentlich fallen? Scheiße. Oh, ey, fuck. Das sieht von innen halt aus wie eine Muschi. Komm schon. Was? Ein bisschen. So stelle ich mir eine Rentiermuschi vor. Rentiermuschi? Warum stellst du dir sowas vor? Pff, wir haben noch 12 Minuten Zeit, was soll ich sonst machen? Alter. Ich mache mal die Eimer ja so langsam weg. Die Nase von Rudolf. Oh shit. Ich bin durch, Mann. Ich bin fertig. Ja. Es geht nicht. Das kannst du nicht erfinden, was hier gerade passiert ist. Ja. Ich kann auch nochmal ja und nee. Und ja. Nee. Da ist ein bisschen Blut halt hier, aber ansonsten. Ja, besser für dich. Fuck you, Ritter. Ja, weißt du was? Wir könnten ja ein bisschen. Wir könnten ja Einrichtungsgolf spielen so lang. Einrichtungsgolf? Ja, wenn du nämlich mit deinem Mob R2 drückst und auf den Boden guckst, dann kannst du im Prinzip. Oh ja! Kannst du. Das ist Teufel und ballern. Aber das heißt, wir brauchen ein. Warte mal, man kann sich. Wir brauchen einen speziellen Gegenstand, den wir als Ball benutzen und den müssen wir dann in den Ofen kicken. Okay.
Nur gut, dass wir Rudolfs Nase gerade reingeworfen haben, die rund war. Ja, aber dann hätten wir alles wieder dreckig gemacht. Ach, stimmt. Stimmt. Komm, war da irgendwas, Messergolf, Mann. Messergolf, das klingt nach einer guten Idee. Toll. Klingt wie was, was in Russland erfunden wurde irgendwie. Wow. Okay. Messergolf. Das ist so eine Sache, was Putin macht, wenn er gerade irgendwie Wahlkampf macht. Du darfst doch nicht aufheben, Alter. Ja, ich wollte es nur hinlegen. So eine Sache, die Putin macht. Neben irgendwie oben und Bären jagen. Und holy shit. Was ist denn? Da hier oben. Okay, hier kriegst du aber, das ist wie so der Sandbunker, hier kriegst du halt irgendwie nicht mehr raus. Oh ja, von wegen. Guck mal, ob ich hier oben noch was anderes finde. Kaputt. Oh, warte mal. Oh, ich hab was das. Ist? Oh shit, die brennt. Okay. What? Ahem. Was hast du getan? Keine Ahnung, aber hat es gerade irgendein Muster ergeben, was Sinn macht? Bro! Das sind Zuckerstangen. Schaukelstuhl funktioniert voll gut. Also. Wenn man's. Kommt drauf an, was du damit anfangen willst. Cola Cola? Alter. Oh, wir werden. Ei! Was? Nicht Chantal. Oder Jacqueline, wie hieß sie? Nicht Chantal. Nicht Chantal, da, hier. Komm ich rein. Von hier soll ich hier, den Putt, den krieg ich hin, oder? Ah, oh, shit, komm schon. Bin ich sehr begabt, was es angeht, glaube ich. Nee. Ich wollte eigentlich wieder. Oh, okay. Okay. Vorlage für dich. Spring da rein! Oh. What? Was war das denn? Was ist denn hier durch die Tür? Okay. Ah, der war gut, der war gut. Ach, das ist gar nicht Chantal, das ist. Was? Nicht Chantals Zwillingsschwester. Oh, das ist nicht fuck. Jacqueline. Nicht Jacqueline. Goddammit. Na gut, dann halt nicht Jacqueline. Soll die auch ihre 15 Minuten rum haben. Quatsch, mit Löwen nur noch 8. Warte. Ach, komm schon. Oh, okay. Das Wolle, ich nehm die Wolle, die alte. Oh, shit. Hast du gerade abgewehrt, Mann? Ja, eigentlich. Wo zur Hölle ist die hin? Alter. What? Wie sind sie, die fliegen? Wo sind? Ich hab keine Ahnung, aber. Lass mal hier mit nicht Ronny spielen. Nicht Ronny? Nicht Ronny. Siehst du mich, Günther? Ich stehe da hinten. Nein, damit. Oh, shit. Ah, oh, fuck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Sport wird, Mann. Ah! Oh, shit. Das nur ganz sanft. Kann doch nicht sein. Such es. Sanft ist nicht so dein Ding, war. Ich sei einfach mit Mob. Oh, shit. Fast. Oh. Ich bin jetzt wieder ein bisschen... Na, ein kleiner Unfall passiert. What? Oh, hoppla. Gesehen, dass du hingerannt bist. Oh. Schaffen wir das noch? Oh, fuck. Was denn hier? Oh, Mist. Oh, ach, komm schon. Ich glaube, ich suche mal was Eigenes und werde zuerst ein Loch der... Okay. Ich nehme mal den Sackboy, Alter. Ja. Lass mal beide den Sackboy nehmen, da liegt auch noch einer rum. Aber der fliegt nicht so gut. Nicht? Also kann auch sein, dass hier einfach lauter Scheiß im Weg liegt. Nee, der fliegt fast gar nicht. Okay, lass mal nicht den Sackboy nehmen. Nimm mal irgendwie. Keine Ahnung. Ja, die lustigen Sachen haben wir jetzt alle schon weggeräumt. Dang. Ja. Ach, guck mal hier! Das ist ja nicht das Leben. Was? Was ist das? Was ist was? Oh, das sind... Oh, ich hab was Nettes gefunden. Ich schmeiß die Club-Mate-Flasche als ein Molotow-Cocktail in deinen Club. Oi, 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 oi. Okay. Ja. Frohe Weihnachten. Oh, fuck. Oh, Gott. Plötzlich Teer. Ja. Wie in meiner Lunge, Mann. Ja. Ja. Fühle mit dir. Hm. Hey. Also ich glaube, ich nehme den hier einfach. Oh, fuck.
Plönk. Echt nicht einfach, um den Ding zu zielen. Halt einfach nur Lack, ob du irgendwas tust. Was? Ich hab den wieder gerade hingestellt. Vielleicht? Was? Das ist gut, sehr gut. Yes. Jetzt wollte ich gerade sagen, kann man mit dem Geschenk rumballern? Ah nein, es brennt. Ich hol noch mal so eine Club-Mate-Flasche. So eine Club-Mate-Flasche? Ich hatte nämlich gerade drauf. Pass mal auf. Pass mal auf hier. Ich hab da drauf gehauen. Nicht mit meiner Nase. So. Und dann ist das irgendwie. Hat laut Krach und Pfff gemacht. Also irgendwie funktioniert das jetzt nicht mehr. Ich will da drauf. Le Baguette? Was? Warum Le Baguette? Le Baguette! Ohne Scheiß! Gegrindetes Baguette mit Öl oder was? Wo ist es hin? Kann man die kaputt machen, irgendwie, wenn man sie gegen die Wand wirft? Ja, das will ich ja gerade versuchen. Oh, wir haben es irgendwie beide gerade in der Hand gehabt. Aber eine habe ich ja. Oh, okay. Wie ist denn das jetzt? Aber doch gegen die Wand geworfen. Da war doch gar kein. War da eine Lampe oder so, die es entzündet hat? Magic, ladies and gentlemen! Seltsam. Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht, was das war. Die Lampe mitnehmen. Piu piu. Nein. Ding. Irgendwas Witziges, was man hier brauchen kann. Außer Flaschen im Heu. Ja, hey. Rentier von Weihnachtsmann ist bestimmt ein scheiß Job da. Muss ein bisschen trinken halt. Ja, das erklärt auch die rote Nase. Und den Eggnog. Oh ja, der Eggnog. Klirr. Widerliches Zeug. Wieder drauf. Achso, es ist Eggnog. Es gibt keine Duckentaste, ne? Nope. Hast du mir gerade Kopf geschmissen, Mann? Ich glaube, du hast gerade die Eggnog-Flasche mit deinem Geschenk zerbröselt. Kann das sein? Nein, mit meinem Kopf. What? Dein Kopf? Ja, natürlich. Okay. Ich bin auch so ein Dickschädel. Ach komm, irgendwas Lustiges. Komm schon. Weiß ich. Komm schon. Und vielleicht noch irgendwas. Ja, vielleicht finden wir noch was. Das dumme Radio. Hier noch irgendwas? Rook's Keep? Also man merkt auch ein bisschen, wir haben irgendwie den Anspruch, den Level komplett sauber und aufgeräumt zu hinterlassen, komplett über Bord geworfen. Ja, das ist irgendwie nicht so wichtig. Hey, oh. Dynamite! Ich wollte gerade sagen, ist ja gerade ausgeflogen. Okay, das sieht aber weird aus. Jetzt habe ich eine Idee. Eggnog! Eggnog! Oh shit, das sieht... What? Sieht da komisch aus. Wo bist du denn? Aber es ist ein Eggnog. Es ist wirklich nur Eggnog an der Decke. Kein Scheiß. What? Was hast du gemacht? Was? Was hast du gemacht? Schau nicht nach oben, dann wirst du es nie erfahren. Ich hab ja schon nach oben geschaut. Ach so, bei mir schaust du nämlich nach unten. Okay. Gar nichts. War vielleicht einsam für einen Moment. Hast du das gerade gehört? Diddle-ding. Ah, guck mal, Errungenschaft. The day the funk died. Ich hab okay. Den Funk verbrannt. Und werde ich Ruhe haben. Oh, rein in den Ofen. Und? Was ist das? Drück eigentlich die... Wow. Warum ist auf der... What? Da steht Wurstfest 93 auf der Kiste. Wurst. Ja. Okay. Wurstfest also, ja. Hallo? Zu? Nein, nicht auf. Zu. Oh. Helle. Lol, dann mach ich das Ding. Willst du das Ding flippen? Ja, aber es geht nicht, weil dann mach ich nur auf. Und zu. Ach man. Nichts mehr zu flippen, ne? Nee. Kannst du eigentlich da drauf stehen bleiben, während ich es nach oben halte? Uah. Ja, Scheiße, es geht. Und gegumbert. Oh, man. Du kannst ja mal versuchen, mich da oben drauf zu schmeißen. Um den Gedanken mal weiterzuführen. Ey. Ja. Ja, warte mal. Okay, ich geh mal nach unten. Auf drei gehe ich hoch. Eins, zwei, drei. Oh, das hat nicht so gut funktioniert. Nochmal. Eins, zwei, drei. Kannst du ruhig abspringen kannst. Wenn ich es loslasse, vielleicht nach oben werf. Muss man nochmal. Eins, zwei, drei. Wow! Holy shit!
Yes! Das ist geil. Also ich habe zumindest ordentlich übers Geländer gucken können. Ich hab's gesehen, das ist cool. Holy fuck. Komm, das versuchen wir jetzt nochmal. Warte mal, probieren. Hey, sind wir da irgendwie... Was ist von der Entfernung zum Geländer? Ein bisschen weiter weg. Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Wow! Oha, Alter! Zum Glück hast du einen Helm. Voll gegen die Decke gebounced. Ich bin auch mal. Werf ich mal hoch. Okay. Oh Gott. Okay. Ich muss loslassen, ne? Ja. Scheiße. Eins, zwei, drei. Okay. Eins. Erfolgreich. Zwei, drei. Wow, gegoombert. Yay, immerhin. Na gut. Ich kann das irgendwie nicht so gut. Und Feier des Tages, wenn die Folge ist bald zu Ende, würde ich sagen, werfe ich dich nochmal quer durch den Raum. Aber da nach links mal gucken, wie weit du kommst. Eins, zwei, drei. Das war nicht wirklich erfolgreich. Möchte ich jetzt mal so sagen. Aber wenigstens ist das Paket geflogen. Yay! Denk, wie auch immer. Ja, ich würde sagen, das war's mit der Hütte eigentlich. Also, ja, ziemlich. Wir haben irgendwie wirklich komplett aus den Augen verloren, das aufräumen sollen, aber... Ach, fuck das. Das ist ja auch nicht wichtig. Da ist noch ist ein Fleck, aber den sieht ja keiner. Kommt Weihnachten, es sind jetzt die Feiertage. Ja. Lass erstmal irgendwie rausgehen. Das war ganz schnell. Wieder zum Arbeitsamt. Neuer gibt's Job. Gibt's ja überhaupt eine Konsole, mit der wir uns irgendwie rausbeamen Die war. Ich will jetzt nicht mein Auto skippen. Das war wieder hier. Aber Moment, ne, genau. Müssen wir schon noch mal gucken hier. Vielleicht gibt's da ja wieder was Neues. What? Clock off. Go in shame. Was? Go in shame? Okay. Bei mir gibt's Clock off und keep working. What? Okay. Ja, geh mal auf Clock off. Ach so. Go in shame. Ja, lass mal Go in Shame, würde ich sagen, oder? Ja, auf jeden Fall. Okay, dann ist man einfach wieder... Oh nein, die Musik schon wieder. Oh, okay. Dann kommt jetzt das endgültige Extro. Extro, Alter. Extro, keine Ahnung. Ja, Mann. Richtig, so sieht's aus. Wir machen das jetzt. Ja, das war Santa's Rampage. Und schauen wir mal, wenn ihr mehr davon sehen wollt. Es gibt ja noch die Shadow Warrior Level. Oder den Level, den man sich mal angucken könnte. Vielleicht. Mal gucken. Definitiv, oder? Definitiv, okay. Schon sehr. Würde ich auch sagen, definitiv. Das zocken wir auch noch und ich bin gespannt, welchen Level sie gewählt haben. Ich werde ihn wahrscheinlich eh nicht mehr erkennen, aber whatever. Dann hey! Hauen wir mal rein. Ich bin gerade so platt. Ich auch. Ich kann gar nicht mehr abmoderieren. Also. Es war zu viel für mich, Mann. Die kompletten Folgen. Holy fuck. Okay, haut rein. Wir sehen uns bei Shadow Warrior.